Hallo. Hier ist Ihr telefonischer Bankservice. Bitte nennen Sie mir Ihren Namen. Jürg Schleier. Bitte nennen Sie mir Ihr Geburtsdatum. 21. Mai 1961. Bitte nennen Sie von Ihrer PIN die zweite und fünfte Ziffer. 2, 5. Vielen Dank. Ihre Autorisierung war erfolgreich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich will meine Maestro-Karte sperren lassen. Sie haben mehrere Maestro-Karten. Bitte geben Sie die Währung der Karte an, die Sie sperren möchten. Es ist Euro-Karte. Bitte teilen Sie mir den Grund mit, warum Sie Ihre Karte sperren möchten. Ich habe sie gestern verloren. Ihre Maestro-Karte wird blockiert. Sind Sie sicher? Nein, ich will zuerst den Kontostand wissen. Der erwartete Kontostand für das mit Ihrem Maestro verbundene Konto beträgt 1735,80 €. Möchten Sie Ihre Karte weiterhin sperren? Nein, ich will zuerst die letzte Transaktion wissen. Das Datum der letzten Transaktion auf Ihrer Maestro-Karte ist 23. August 2020. Der Transaktionsbetrag beträgt 20,80 €. Der Name der Gegenpartei ist Trenitalia. Der Transaktionstext ist Kauf von Bahntickets. Möchten Sie die nächste Transaktion finden? Nein, ich will jetzt Karte sperren. Ihre Maestro-Karte wird blockiert. Sind Sie sicher? Ja. Ihre Maestro wurde gesperrt. Wir senden Ihnen in Kürze eine neue Karte an Ihre registrierte Privatadresse. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein. Danke, dass Sie unseren telefonischen Bankservice nutzen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Ihre Autorisierung war erfolgreich. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Portemonnaie ist am Morgen gestohlen worden. Alle Ihre Karten werden gesperrt. Sind Sie sicher? Ja. Ihre Maestro in Schweizer Franken und Maestro in Euro wurden gesperrt. Wir senden Ihnen in Kürze eine neue Karte an Ihre registrierte Privatadresse. Wir haben auch eine Anfrage zur Sperrung Ihrer Visa an Ihr Kreditkartenunternehmen gesendet. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, schickt mir einen Kontoauszug via E-Mail. Ihre Dokumente wurden Ihnen per E-Mail gesendet. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein. Danke, dass Sie unseren telefonischen Bankservice nutzen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Ihre Autorisierung war erfolgreich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich will den Kontostand von meinem Schweizer Frankenkonto wissen. Der erwartete Kontostand für das mit Ihrem Maestro verbundene Konto beträgt 123,33 Schweizer Franken. Möglicherweise liegt Ihr Guthaben am Monatsende unter Null. Möchten Sie mehr über das Darlehen erfahren, das wir Ihnen anbieten können? Ja. Ich hätte einen angemessenen Vorschlag.
Was meinen Sie zu einem Kredit von 15.000 Schweizer Franken mit einer Laufzeit über 3 Jahre? Der effektive Jahreszins beträgt dabei 7,9%. Der Rückzahlungsbetrag beläuft sich im Total auf 16.826,88 Schweizer Franken und die monatliche Rückzahlung entspricht 467,41 Schweizer Franken. Entspricht das Ihren Vorstellungen? Nein, kann ich auch 100.000 Franken haben? Bedauernswerterweise können wir Ihnen keinen Kredit für 100.000 Schweizer Franken anbieten. Gerne schlagen wir Ihnen einen Kredit in der Höhe von 80.000 Schweizer Franken vor. Der effektive Jahreszins beträgt dann 4,9%, der gesamte Rückzahlungsbetrag 86.043,33 Schweizer Franken und die monatliche Rückzahlung 2.390,09 Schweizer Franken. Kommt dieser Vorschlag Ihren Vorstellungen entgegen? Nein. Machen wir einen Vorschlag für 55.000 Franken. Wunderbar. Für 55.000 Schweizer Franken beläuft sich der gesamte Rückzahlungsbetrag auf 59.154,79 Schweizer Franken. Monatlich entspricht das einer Rückzahlung von 1.643,19 Schweizer Franken. Würde das Ihnen entsprechen? Ja, das passt. Schöne Wahl. Unser Berater wird Sie bezüglich der Einzelheiten des Darlehens für 55.000 Schweizer Franken für 36 Monate anrufen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, das ist alles. Danke, dass Sie unseren telefonischen Bankservice nutzen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.